Hallo liebe Rusty Deck Roots Freunde und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part, wo wir im letzten Part beim letzten Mal die Emma-Timeline angefangen haben, in welcher sich herausgestellt hat, dass Emma von den Blumen auf mysteriöse Art und Weise, wie konnte das so passieren, geschwängert wurde und ihr Sohn ein paar Jahre später, der gute Frank, von ihrem Bruder Albert in den Brunnen geworfen wurde, beziehungsweise er dafür gesorgt hat, dass er runtergefallen ist, was wiederum dafür gesorgt hat, dass Frank mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gestorben ist. Durch die Hand von seinem Onkel Albert. Seine Mutter Emma dagegen fand es nicht gut und sie hat nach ihm gesucht. Erfolglos. Sie hat gesagt, hey, Frank, wenn du einen Brief hier findest, dann such mich in den Sternen. Ich vermute, dass sie sich umbringen will. Das Gemälde. 1896, 2 Jahre nach Hotel. Okay, sie malt ein Gemälde. Okay, wir haben hier Farben. Oh, warum ist bei dir immer so eine Scheiße, Emma? Deine Minispiele sind die schlimmsten. Oh, sie sucht. Unangenehm. Die Situation wurde gerade doch ein Stück weit unangenehmer. Gib mir die Bären. Berries. Yay. Berries. Yay. Können wir über Geigen reden, Emma? Ist mir nicht gut, auf dich umzubringen. Ein Schneckenhaus. Und hier haben wir Kurkuma. So, können wir... Ein Schlüssel. Okay, eine schwarze Rose. Das ist ziemlich fancy. So, ich vermute mal, dass ich jetzt erstmal neue Farben zusammenmischen muss. Und dann haben wir einen Pinsel. Und hier haben wir eine Flasche. So, die Farben, die du hast, sind... Oh. Okay, der Boden hat die Farbe von... Der Boden ist gelb. Wie kommen wir an Gelb? Ups, kommen wir so an Gelb? Ja, kommen wir. Pinsel. Flasche. Schneckenhaus. Stöße. Wie zum Fick bekomme ich die Farbe da raus? Emma! Wie bekomme ich die Farbe da raus? In den Blumentopf? Nein. Verdammte Scheiße, Emma! Ich weiß, das läuft aktuell nicht allzu gut für dich alles, aber hilf mir, die Farbe da rauszubekommen. Ernsthaft? Wie? Oh, da haben wir Öl. Oh, vermutlich fehlt da das Öl. Jetzt habe ich gerade das Bild ein Stück weit kleiner gemacht. Das ist nicht gut. Wie auch immer. Öl, geh rein. Ah, jetzt haben wir eine gelbe Farbe. Damit kannst du schöne gelbe Dinge malen, Emma. So, gelb ist der Boden. Kabam! Gehen wir mit dem Pinsel daran. Und dann malen wir... Entschuldigung. Nein! Das Spiel macht keine Rückmeldung. Nein! Okay, das Spiel hat sich wieder gefangen, wie es aussieht. Das war gerade eben fucking seltsam. Das Spiel ist ein Stück weit abgestürzt und da ich ein Video abgespielt habe, das von meiner externen Festplatte mit wieder angeht, und dann ging es wieder. Manchmal funktionieren nämlich manche Dinge nicht, wenn meine externe Festplatte aus ist. Aus welchen Gründen auch immer. Und das Spiel gehört dazu. Vermutlich, weil es auf der externen Festplatte installiert ist. Wie konnte denn die überhaupt ausgehen? Oh, und ich hätte einfach so draufklicken können. Also erleichtert einiges. Okay. Was haben wir als nächstes für Farben? Wir haben, das Haus ist weiß. Vermute, weiß bekomme ich von hier. Kaboom! Okay. Das bedeutet, ich hätte gern wieder ein bisschen Öl. Öli, Öli, Öl. Da ist kein Öli, Öli, Öl. Oh doch, ich habe das Öl immer noch. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Alles klar. So, dann kabam, der Samen von Onkel. Und packen wir das da drauf. Yay. Malen wir das an. So sauber, wie es nur geht. Denn ich bin ein Künstler. Der malt alles immer sehr sauber an. Ja, das fand ich gerade so schön. Uff, okay. Schwarz brauchen wir auch noch. Wo bekomme ich denn schwarze Farbe eigentlich her? Ha, ich brauche sogar 2 Dinge in Schwarz. Und zwar die Figuren da, okay. Dann brauche ich noch einen Orangeton.
Wo bekomme ich den Orangeton am besten her? Kann ich nochmal in Gelb kommen? Oh, ich weiß, wo ich den Orangeton am besten herbekomme. Alles klar, ich verstehe. Pass auf. Mit dem Rot, kabam. Dann kabam. Kabam. Plop. Und wir haben rote Farbe. Rote Farbe wird allerdings tatsächlich... Oh, ich habe Orange schon. Warte mal. Schwarz habe ich auch schon. Oh, okay. Das erleichtert ein bisschen was. Weil ich ein paar Farben eh schon habe. So, die Figur malen wir natürlich auch wieder unglaublich sauber und geschmeidig an, damit das hier ein schönes Gemälde ergibt. Ich würde sagen, das könnte man als Hintergrund für das Spiel verwenden, was ich hier gerade mache. Und niemand würde... Oh. Ah, es geht also wieder in die Richtung. Ich sehe schon. Dann malen wir den wundervollen orangenen Baum, der diese seltsame schwarze Form, die scheinbar an einer Schnur hängt, festhält. Ah, fuck. Okay, und natürlich der Blutmond. Der blutige Blutmond. Mal ihn an. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wer ist der Typ? Wer zum Fick ist der Typ? Oh, fuck. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Uns allen war bewusst, dass es passieren wird. Emma. Oh, sie ist nicht glücklich mit der Entscheidung. Oh Gott. Okay. War das jetzt die Emma-Timeline? Das war die Emma-Timeline. Dort findet sie ein Ende. Emma hat sich ganz geschmeidig, spontan, dazu entschlossen, dass ihr Leben weniger leben würde, ganz gerne. Nachdem ihr Bruder Albert ihren Sohn Frank umgebracht hat, wovon sie natürlich nichts wusste. Okay, wen haben wir hier? Samuel, der gute Samuel. Er klingt gut, machen wir den als nächstes. So, und jetzt entschuldige mich, ich muss kurz ein random Video im Hintergrund anmachen, damit meine Festplatte anbleibt. 1889, okay Samuel. Was willst du denn erleben? Okay, du scheinst ein einfacher Mann geworden zu sein. Coming soon, Rusty Lake. Amazing Fortune Teller, okay. Die fantastische Wahrsagerin. Zahnrad, Leim, Säge. Samuel, der an Säge denkt. Samuel, möchtest du eine Säge? Hier bitte. Und jetzt säge los, mein Freund. Drexor, Hit Wood, Glue. Hit Wood, okay. Mit irgendwas muss ich das Wood noch hitten. Oder hitten. Mit irgendwas. Ihr versteht schon. Aber die Zahnräder sind hier alle falsch. Nee, die sind richtig. Eins fehlt noch. Okay, cool. Wir müssen die Uhr scheinbar auch zusammenbauen. Da fehlt noch ein bisschen was dafür. Ah, gut. Ich wusste es doch, dass sich hinter dem Poster noch ein bisschen was verbirgt. Fenster. Da haben wir auch noch ein Zahnrad, okay. Warte mal. Oh, wir brauchen da noch mehr. Das ist zu klein. Zu groß. Perfekt. Du kommst da rein, okay. Das heißt, uns fehlt noch ein Zahnrad jetzt. Ja, es ist aber wirklich nur noch eins. Ja, es fehlt wirklich nur noch eins. Wo bekommen wir das her? Samuel, hast du ein Zahnrad für uns? Wie wär's mit... Ach du Scheiße. Was? Ich glaube, das ist nicht gut, was ich hier mache. Was zum Fick? Wie sägt er denn? Wie bekomme ich ihn dazu, dass er sägt? Samuel, du musst sägen. Ich weiß es nicht. Fuck. Das wird noch ein Problem, wenn ich nicht weiß, wie ich ihn zum Sägen bringe.
Dragwood, Hitwood. Natürlich. Ich muss es einfach nur mit dem Mauszeiger anklicken, das Holz. Okay. Ich habe die beiden da dran gelegt und jetzt. Glue. Ah ja, kleben. Yay, wir haben es geschafft. Oh, fuck. Scheint mir der richtige Winkel zu sein. Okay, da haben wir Stück Nummer 1 und da haben wir Stück Nummer 2. Yay, und dann kommt der Glue. Kaboom! Was haben wir denn als nächstes? Nein! Nein, das war falsch. Das war nicht so geplant. Kann ich das bitte nochmal neu machen? Okay. Entschuldigung. So. Oh Gott, das muss ich ungefähr abschätzen. Ey, er hat es gerade relativ gut abgeschätzt. Dann hast du es wieder kaputt gemacht. Arschloch. Ich hoffe die ganze Zeit von der Position, die ich da mache, wegzuspringen. Willst du mich verarschen? Okay, machen wir eben das. Machen wir es eben so. Ist okay. Habe ich kein Problem mit. War sowieso richtig. Gibt es scheinbar nur ein paar vorgegebene Positionen. Alles klar. Was haben wir denn als nächstes? Oh, die Königsdisziplin. Okay, wir machen so. Und jetzt wird's schwer. Das Ganze nochmal. Komm, Sieg. Samuel! Oh, wir packen das dahin. Und das packen wir dahin und dann gluen wir die Scheiße zusammen. Yay! Wie viele von diesem blöden Minispiel muss ich jetzt noch machen? Ich meine, ich hab's langsam verstanden, wie es funktioniert und alles. Ich mache das Minispiel auch, aber jetzt haben wir langsam genug, okay? Ready. Ich bin ziemlich ready. Was? Ready für was? Ready. Aber für was? Ich mache eine Pistole. Piu, piu, piu. Ready. Oh. Ich muss da gar nicht mehr machen. Ich habe die ganze Scheiße schon fertig gesägt. Jetzt müssen wir das Ganze zusammensetzen. Alles klar. Jetzt ergibt es auch Sinn, warum ich so viele Teile machen musste. Denn die brauchen wir alle hierfür. Okay. Ich verstehe. Dann können wir noch theoretisch die Tür wieder dran packen. Okay. Dann fehlt aber immer noch das Zahnrad. Samuel? Hast du irgendwo ein Zahnrad gesehen? Was hatten wir denn? Genau hier draußen hatten wir ein Zahnrad sogar. Ja, fuck. Wo ist denn das letzte? Hier hinter irgendwo? Nein? Nicht? Okay. Dann kein Zahnrad da hinten, wie es scheint. Fuck. Kann ich den Nagel da rausmachen? Nee. Ah, da steht, was ich mit der Uhr machen muss. Das ist schön und gut, aber mir fehlt dafür noch ein Zahnrad. Könnte ich theoretisch schon das hier draufpacken? Nein, könnte ich nicht. Samuel, hast du es vielleicht in der Tasche oder so? Er hat Streichhölzer. Ich wusste es doch! Wusste ich doch, dass bei Samuel noch was faul ist. Streichhölzer, Entschuldigung. Was mache ich jetzt mit den Streichhölzern? Nee. Hör auf damit. Kann ich das Poster verbrennen? Nein. Verdammte Streichhölzer! Oh, das Ganze dreht sich, ohne dass da ein weiteres Zahnrad drin ist. Ich kann es schon zumachen.
Ey, ich hab nicht mal ein weiteres Zahnrad gebraucht. Okay? Was soll denn die scheiß Streichhölzer überhaupt? Wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Der Stundenzeiger zeigt auf die 3 und Minutenzeiger auf die 30. 3, beziehungsweise auf die 6. 30. Okay, jetzt. Oh mein Gott. Es ist die Wahrsagerin. Samuel, schnapp sie dir. Sie hat die Pfeife für mich. Danke, Wahrsagerin. Woher wusstest du nur, dass ich die Samuel für Samuel brauchen werde und er sich drüber freut? Du freust dich doch drüber. Ja, er freut sich. Er ist ein glücklicher Mann, der Samuel. Okay. Eigentlich wird er nicht mehr ganz so glücklich sein, wenn er erfährt, dass seine Schwester sich umbringt. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, wie wir sehen. So ein ganz kleines bisschen. Aktuell ist er noch kurz davor, bevor er von dem Suizid von seinem Neffen erfährt. Ich meine von dem Mord von seinem Neffen. 1889, die Wahrsagerin. Oh, Voodoo-Puppen. Schön. Wie freundlich. Okay, das Schloss macht nichts. Kleines Geigenmännchen. Hallo Geigenmännchen. Ob so was damit auf sich hat, dass man genau hier das Hotel im Hintergrund sieht. Ah, was haben wir hier? Hallo. Ach du Scheiße. Oh, der Hanged Man. Ist Kreis mit einem Dingens oben. Geh mal weg. Hanged Man ist das. Okay. Alle anderen bin ich mir unsicher. Also auf jeden Fall der Hanged Man. So, ihr drei. König ist Pfeil nach unten. XX ist Pfeil, Dreieck nach oben. König. Oder Star. Ist Dreieck nach oben. Kreuz in den Augen sind vermutlich der Tod. Ist Dreieck nach unten. Was war der andere? Teufel war Kreis. Lass mich mal daran. Teufel ist Kreis. Das heißt, bei euch beiden haben wir jetzt nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Machen wir so. Kaboom. Kaboom. War das richtig? Nein. Machen wir es andersrum. Kaboom. Kaboom. War das richtig? Lass mich verarschen. Okay. Oh, ich kann nur dann den Baum. Hier haben wir den letzten. Er ist in dem Baum. Wer soll das sein? In dem Baum. Was zum Fick? In dem Baum. Was? Yay! Ich hab's geschafft. Yay! Okay, cool. Ich habe hauptsächlich geraten. Die paar Dinge, wo ich mir unsicher bin, habe ich hin und her geschoben und hat es irgendwann geklappt. Ich will ehrlich sein. Okay, wir haben eine Glaskugel. Lady, Glaskugel für dich. Nimm sie in die Hand. Was sehen wir da drin? Was zum Fick, wer war das? Oh, da sieht man die Todessünden. Okay. Okay, okay, okay. Ha. Er wird also zum, fuck, was war Dreieck nach oben? Er wird zum Kreis. Dreieck nach oben war tot. Okay. Er wird zum Tod, der gute Albert. Dann der James wird zum Teufel. Ich vermute, es ist klar, dass er zum Hanged Man wird. Und das sind nicht wirklich die Todessünden. Wie auch immer. Wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Das ist der klassische Tarotkarten-Shit. Das erinnert mich alles zu sehr an Isaac, ehrlich gesagt. Mit den Karten hier. Empress. Das ist Dreieck nach unten. Haben wir Empress? Ja, mit dem Fernglas, okay. Aber ich verstehe nicht, was das Ganze jetzt soll. Lady? Was ist das jetzt? Das hat nämlich nicht wirklich allzu viele. Was soll das denn jetzt?
muss ich jetzt machen? Ja, wir haben das gesehen. Und jetzt? Ach, warte. Okay. Teufel, Dreieck nach oben. Teufel wird zu Dreieck nach oben, okay? Da sahen wir nämlich ziemlich stark nach einem Teufel aus. Gut, haben wir das soweit geklärt, dann muss ich die jetzt, glaube ich, wieder umändern. Dann haben wir... Bärtiger Mann wird Hanged Man. Haben wir den bärtigen Mann hier? Ja, da. Du, Hermit, wirst der Hanged Man. Gut, dann haben wir zwei. Dann haben wir jetzt nächstes. Typ, grimmiger Typ mit Fernglas wird Dreieck nach unten. Grimmiger Typ mit Fernglas. Haben wir grimmigen Typ mit Fernglas? Star kommt wohl relativ nah ran, nehme ich an. Ich habe keine Ahnung. Hangman, ja, das haben wir schon. Blutiger Typ mit blutigen Augen. Der gute James wird der Kreis. Ich vermute mal, James ist ziemlich tot. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier mache mehr. Nicht im geringsten. Königin wird X. Haben wir das schon? Ne, haben wir nicht. Bam. Bam. Und es war richtig. Okay. Was sagst du jetzt? Oh Gott. James! Mr. Crow! Ein Baby-Soundclip, der auf einmal geendet ist. Okay, wir haben wieder den Punkt erreicht, wo ich absolut nichts mehr verstehe. Ich verstehe es nicht. Das war das jetzt Samuels Timeline? Na, ich wollte gerade sagen, so kann doch Samuels Timeline nicht zu Ende gehen. Vermutlich hätte das, was ich da gesehen habe, hätte ich vermutlich mehr verstanden, wenn... ich schon die anderen Storys ein bisschen weitergespielt hätte, was ich nicht habe. Oh, Leon, da hat Albert, Mary, Ida und Samuel. Warum ist Ida da? Winter 1895, das Hochzeitsfoto. Okay. Okay, Hochzeitsfoto. Wer heiratet denn? Es sind Ida und Samuel! Du hast dich hier geschnappt, Samuel! Mein Guter! Gib mir die Scheiße! So. Kommen wir jetzt bitte wieder ohne irgendwelche komischen Dinge aus, die ich nicht verstehe. Oh, ich mag das nicht, wenn das Storytelling so verwirrend wird. Okay, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich vermute, dass wir hier den Würfel machen müssen. Als Erinnerung an Cube Escape. Ey, und ich habe einen Hut. Das war nicht mal schwer herauszufinden. Wir bekommen den Schleier. Du bekommst die Kappe. Emma? Hut. Oh, es ist noch die deprimierte Emma. Sie bekommt den Hut. Okay, dann fehlen noch zwei Hüte, nehme ich an. Ja, da fehlt noch eine Menge. Wir müssen wieder ein Foto machen. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass unschöne Dinge passieren werden, nachdem wir ein Foto machen. Werden unschöne Dinge passieren. Was zum Fick? Ich verstehe es nicht. Okay. Hier gibt es ansonsten auch nicht viel zu verstehen, oder? Kann ich irgendjemand von euch anklicken? Nee. Oh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt dein Hut ist. Das ist gar nicht sicher. Nee, das scheint mir nicht richtig zu sein. So. Nee, wisst ihr was? Das ist ein Hut. Der gehört zu ihr. Zur Frau Mutter. Du bekommst den Hut. Nee, den bekommst du nicht. Der passt nicht. Emma. Das ist ein Hut für Emma. So, gefällt mir das doch schon besser. Knips, 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 knips. Geht nicht. Was soll ich denn von der Scheiße halten? Warte, was, wenn's weiß, schwarz, weiß, schwarz, 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 weiß, schwarz, weiß, weiß ist? Was? Und da unten vielleicht dreimal
warte mal, weiß, schwarz. Weiß, schwarz. Nee, ich dachte, es wäre die Reihenfolge, weil... Ha. Warte mal, vielleicht muss ich 1, 2, 3, 4, 5 mal auf weiß drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Weil da 5 Ecken sind. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck. Ich verstehe das Teil nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, zwei Sachen. Erstens, ich habe im Walkthrough nachgeschaut und ich weiß nicht, wie es funktioniert. Und zum Zweiten, in dem Walkthrough hatten die ein komplett anderes Jahr bei dem Hochzeitsfoto hier. Da waren die im Jahr 1900. Und ich nicht, das ist relativ seltsam. Auf jeden Fall, die Sache ist, man muss für jede Seite hier einmal drücken. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ey, und wir haben einen Zylinder. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Oder muss ich 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 2. Yay, so ging's. Ach du Scheiße. Der Baske. Okay, okay, okay. Du bekommst den Zylinder und... Aber es wird, das ist der kleine, das ist der kleine Frankie. Kleiner, kleiner Frank. Dir wird's nicht gut ergehen, glaube ich. Yay. Okay. Können wir ein Foto machen? Nee, können wir nicht. Das war falsch. Jetzt haben wir dir die Maske gegeben. Oh. Oh, er bekommt die Maske, okay. Passt doch viel besser zu ihm, wie ich finde. Er als seltsamer Mörder. Warum trägt er die Maske auf dem Foto? Was soll das? Okay, ja, wir haben ein Foto gemacht. Yay! Ich lege mir aufs Gesicht von ihr. Yay! Das war die Hochzeit zwischen ihm und Ida. Der gute Samuel. Er hat mit der Ida geheiratet. Wundervoll. Meine Fresse, dieser verdammte Stammbaum. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem Spiel. Es ist ganz schön umfangreich, verdammte Scheiße. Aber gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, wie das Ganze weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ich hoffe auch, dass wir beim nächsten Mal vielleicht mal mit der Geschichte von dem guten... Ich habe seinen Namen vergessen. Von dem Mörderhaufen-Scheiße mit seiner Geschichte anfangen. Er wird ziemlich aufregend. Bis dann. Gute Nacht.